Einen wunderschönen, liebe Freunde. Heute geht es um ein Making-of von einem Shooting, das ich in Kroatien gemacht habe, nämlich ein Bikini-Shooting. Ja, wenn ihr das Video seht, bin ich gerade auf der Fotokina in Köln und wie ihr hier seht, der Sommer ist so langsam vorbei. Das Laub fällt mittlerweile von den Bäumen, der Herbst kommt. Aber vor nicht allzu langer Zeit war ich in einem fernen Land, nämlich in Kroatien, und habe dort ein Bikini-Shooting gemacht. Und das war eine freie Arbeit. Ich habe ja schon im letzten Urlaubstipps-Video gesagt, dass ich mir häufig vorm Urlaub ein Ziel setze, was ich unbedingt fotografieren möchte. Und das ist zum einen natürlich Landschaften und zum anderen wollte ich wieder ein Model-Shooting machen. Und was bietet sich natürlich im Süden an, so ein bisschen Model, Bikini, braun gebrannt, eingeölt, Meer, Sonne, das hat gepasst. Ja? Und da habe ich gesagt, komm, das will ich unbedingt machen. Ich war privat im Urlaub, das heißt wirklich eigentlich zum Chillen. Ja, mit meiner Freundin und noch Freunden hatten wir ein Haus zusammen und haben gesagt, komm, wenn ein Model zufälligerweise in Kroatien sein sollte, dann passt das. Habe über Facebook gesucht und habe dann schlussendlich Billa gefunden. Und das Lustige ist, ich war ja in Split, sie war in Murta eigentlich, was ungefähr 150 Kilometer auseinander ist, also schon eine ganz schöne Entfernung. Vor allem in Kroatien, wo die Straßen teilweise sehr schlängelig an der Landstraße oder an der Küste lang gehen. Und wir haben uns dann aber in der Mitte getroffen, nämlich in Šibenik, ja, weil ich in Krka war und sie dann von Murta nach Šibenik gekommen ist. Und schlussendlich, haltet euch fest, haben wir in Sablace geshootet. Und so ist das manchmal, ja, also spontan. Ich habe das einfach so auf mich zukommen lassen und genauso war das Shooting auch im Endeffekt. Ich wusste zwar vorher ungefähr, was ich haben möchte, kannte das Model vorher aber nicht, sondern nur von Facebook und habe mir so einen kleinen Ablauf dann quasi gemacht. Das heißt, ich habe geplant, wir shooten auf jeden Fall in der Abendsonne, weil das Licht dort am schönsten ist. Die Sonne ging in Kroatien schon um 20 Uhr unter, damals auch schon im August, das heißt ein bisschen früher als hier in Deutschland. Das heißt, ich hatte nicht so viel Zeit. Ja? Ich war um 18 Uhr und um 17.30 Uhr erst beim Model. Das heißt, ich hatte 2,5 Stunden Zeit, effektiv um eine Location zu finden, weil die hatte ich auch noch nicht, und um die Fotos natürlich dann in den Kasten irgendwie zu bekommen. Und ich muss sagen, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Mittlerweile habe ich da eine sehr gute Routine, wenn es ums schnelle Fotografieren gehen muss. Ja. Das heißt, ich habe verschiedene Looks mir gemacht, die habe ich mir vorher ausgesucht und überlegt. Ich wollte mit natürlichem Licht, mit tiefstehender Sonne arbeiten. Ich wollte mit Blitz arbeiten, heißt einen sehr harten Look mit dunklem Hintergrund. Und ich wollte nochmal Bilder bei ganz tiefstehender, fast untergegangener Sonne haben. Das heißt, mit so einer sehr mystischen, dunklen Atmosphäre, so im Endeffekt. Und genauso sind wir dann auch vorgegangen. Meine Freundin, die ja Make-up-Artist ist, hat das Ganze gemacht. Eine andere Freundin, die dabei war, ist lustigerweise auch Stylistin. Und mein Kumpel Dan, den ihr sicherlich aus dem Radio auch kennt, der kann so ziemlich alles. Und der hat mir dann quasi assistiert und auch so ein bisschen jetzt die Aufnahmen, die ihr immer wieder hier zwischendrin seht, gemacht mit einer kleinen Kamera. Und zuerst haben wir uns dann natürlich überlegt, okay, pass auf, wir haben hier Bikinis, ich suche die dann meistens aus mit dem Model zusammen und sagte, pass auf, das und das könnte passen. Sie hatte ein paar Bikinis mitgebracht und dann haben wir schön eingeölt. Ja, das finde ich immer sehr wichtig bei so allgemeinen Sachen mit viel Haut. Ich stehe auf Öl und ich mag diesen Glanz irgendwie mit dem Öl. Und das heißt, viel, viel Öl mit Wasser sind dann die Tropfen noch sehr, sehr schön auf der Haut und das sah natürlich spitze aus. Die erste Herausforderung war natürlich, eine Location zu finden. Wir mussten A, mit einem Auto ranfahren und ich habe ein sehr großes Auto, denn ich hatte ja auch Equipment dabei. Ich habe extra mein Porti mitgenommen gehabt, ja, Stative, Softbox etc. Und ich wollte das Ganze nicht Ewigkeiten tragen. Und zum anderen sollte es natürlich ein bisschen ruhig sein, weil wenn du jetzt mit einem Model leicht bekleidet irgendwie fotografierst, dann willst du ja auch nicht, dass da 1000 Leute außen rum stehen und irgendwie gaffen die ganze Zeit. Wir haben dann einen Spot gefunden, der ein bisschen abseits lag von den normalen Touristen. Es war ja auch schon relativ spät, um 18 Uhr sonnen sich nicht mehr so viele Leute. Das heißt, wir hatten ein bisschen Ruhe gehabt. Und dann habe ich mit dem ersten Look direkt angefangen, ja, direkt angefangen zu fotografieren. Und der erste Look war wirklich mit ganz tiefstehender Sonne, nur Available Light, ab und zu aufgehellt mit einem Reflektor. Mir hat dann aber der dunkle Look, also mit viel Schatten, viel besser gefallen. Und ich habe darauf geachtet, dass das Model die ganze Zeit sich Richtung Sonne dreht. Und ich habe dazu auch ein Video auf meinem Kanal, direkt mit der Sonne fotografieren heißt das, glaube ich. Und das ist schon 1-2 Jahre alt oder sowas, aber so gehe ich heute auch immer noch vor. Das heißt, ich fotografiere offenblendig, ja, mit einer schnellen Verschlusszeit, direkt mit der Sonne, als ob das eine natürliche Lichtquelle oder als ob das eine Dauerlichtquelle im Endeffekt wäre, die ich auf dem Stativ oder so habe. Und wenn die Sonne tief steht, ist sie sehr, sehr weich und es sieht sehr geil einfach aus. Ja, schön warm und so weiter. Und
So sind dann die Bilder entstanden. Also ich musste nur darauf achten, dass das Model die ganze Zeit den Blick Richtung Sonne hält. Und dann konnte man auch schön mit dem Körper sich ein bisschen eindrehen, dann ein bisschen auf dem Stein positioniert, auf den richtigen Moment immer gewartet, wenn Wellen gegen den Stein irgendwie geklatscht sind. So viele Wellen waren da jetzt nicht, aber ab und zu kamen ein paar Wellen, wenn Boote vorbeigekommen sind, und dann einfach auf den Auslöser gedrückt. Dann haben wir kurz einen Outfitwechsel gemacht und einen anderen Look gemacht im Endeffekt. Ich habe dann einen Blitz aufgestellt mit Porti und Softbox. Kann man natürlich auch mit einem Aufsteckblitz machen. Ich wollte aber richtig viel Power haben und habe richtig die Blende zugemacht auf 18. Und mehr ging bei dem Objektiv nicht. Oder 16 sogar nur, ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf. Und habe dann alles ausgeblendet. 200stel Verschlusszeit, ISO-Low sogar noch. Und alles sehr, sehr dunkel gehalten. Das Model nur auf einem Stein, eine verrückte Pose irgendwie. Und das gibt auch einen sehr, sehr coolen Look. Das war dann schon der zweite Look. Und als letztes habe ich gesagt, komm, jetzt ist die Sonne schon sehr, sehr tief. Die Zeit ist mittlerweile auch verstrichen. Ja? Jetzt machen wir die letzten Bilder komplett offenblendig, komplett gegen die Sonne. Und wenn die Sonne ganz, ganz tief steht und schon untergegangen ist, im besten Falle, ja, dann hat man für einen kurzen Moment, für so knappe 10 Minuten, richtig geiles Licht. Ja? Und man muss im Endeffekt gar nicht aufhellen. Ich habe es dann ab und zu gemacht, mit dem Reflektor noch mal ein bisschen aufgehellt von der Seite. Aber Billa, das Model saß wunderbar auf diesem Stein. Und man konnte gegen das Licht, gegen die Sonne sehr, sehr geil offenblendig arbeiten. Und so habe ich im Endeffekt drei Looks direkt hintereinander weggesmashed und habe vielseitige Bilder, ja, die später für mein Portfolio sind. Deswegen habe ich die Bilder auch gemacht, um das nochmal in eine andere Richtung zu erweitern. Und habe mit jemand Wildfremdes mich im Endeffekt in einem anderen Land getroffen, wo wir beide uns nicht auskannten, haben eine Location gefunden und haben zusammengefunden. Und das finde ich immer so cool auch an der Fotografie, dass man mit fremden Leuten etwas macht, was einen zusammen verbindet und dann gemeinschaftlich an etwas arbeitet. Also ich war mit meinen Freunden dort, ja, und wir haben zusammen an einer Sache gearbeitet, die uns allen Spaß gemacht hat. Danach haben wir noch ein Bierchen getrunken, sie ist wieder zurück nach Murta, wir sind zurück nach Split gefahren, hatten einen coolen Tag, haben coole Fotos gehabt und ihr wart jetzt quasi mit dabei bei diesem Making-of aus Kroatien. Ich finde, es sind coole Bilder entstanden. Und ich probiere immer, wenn ich kann, im Urlaub auch irgendwie ein Shooting oder etwas Vergleichbares zu machen, was ich auch für mich nochmal nutzen kann als Art Portfolio. Denn Urlaub ist für mich nicht immer nur einfach am Strand rumliegen, sondern ich will was erleben, ich will was machen und die Zeit effektiv nutzen. Und fotografieren ist für mich auch eine Art Urlaub. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in das Shooting gefallen. Achtet darauf, wenn ihr mal in der Situation sein solltet, so ein Bikini-Ding zu machen, dass ihr auf das richtige Licht achtet. Also ich habe wirklich spät mir im Voraus überlegt zu fotografieren. Benutzt Öl, ich bin ein echter Fan von Öl und mag auch so Haare, die nach hinten gemacht sind. Und schnappt euch einfach Leute, die vielleicht auch nichts unbedingt mit der Sache zu tun haben, und macht was gemeinsam, ja, mit euren Freunden vielleicht auch zusammen. Begeistert sie auch so ein bisschen fürs Fotografieren und dann, das Wichtigste, habt Spaß beim Fotografieren. Das war's für diese Woche. So ein kleiner Einblick in so ein freies Shooting von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, postet es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hier an der Seite seht ihr noch mehr Videos übers Fotografieren. Unten ist der Abonnieren-Knopf. Nebendran der Link auf lernvonben.de. Da gibt es zum Beispiel Shootings da. Das richtet sich speziell an Fotografielooks oder ist über Fotografielooks auch die Nachbearbeitung in Photoshop. Übrigens, die Bilder, die ihr gerade gesehen habt, die natürlichen Bilder, ja, also der Look 1 und der Look 3, sind fast nicht bearbeitet. Sie sind fast so out of camera, muss man nicht mehr viel machen. Ein paar Pickel sind gestempelt oder ein paar Hautunreinheiten, Narben oder Mückenstiche oder sowas. Aber sonst ist da im Endeffekt nicht viel gemacht. Und auch der Look von dem zweiten Bild, ja, ist im Endeffekt fast so out of camera. In dem Sinne, sag mal Einstellung, Digga, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.